Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Willkommen zurück zu The Quarry. Okay, übernimmt sie den Part des Psychologen aus Until Dawn? Creepy. Aber was anderes. Ich weiß nicht, mehr sehen? I guess? Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Kapitel 1: Hackett's Quarry für immer. Und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Was will die mir damit sagen? Naja, es ist ja Liebeleien-Komfort, oder? Ja. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Hä? Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Na komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist so viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. So, was ist hier los? Die sind jetzt fertig. Es ist 22. August. Davor war ja die Nacht von den 24. auf 25. Juni. Konnte ich mir merken, weil 24. ist mein Geburtstag. Und
Das sind jetzt die Kids, die hier gecampt haben und jetzt geht's der Zeit dem Ende entgegen. Manche haben schon Abflug gemacht und wir wollen jetzt einen Abflug machen. Ist das richtig oder sind wir jetzt angekommen? Hey Dude! Hey, was hörst du da? Interessant. Ich darf hier nicht weiter hin, oder ich probiere es nochmal. Nicht auf ihn fokussieren, sondern ich gucke mich jetzt hier um. Wie geht's dem Schloss denn so? Ja, da kann man gar nichts machen, total uninteressant. Unseren Sportsfreund darf ich hinterfragen, wen wir hier steuern. Ich drück mal ganz kurz hier. Jacob! Mensch, das kann ich mir gut merken, den ollen Wolf. Beweismaterial, Hinweise. Unsere Wege über dem Gesetz. Aber der Charakter des Polizisten, der ist irgendwie gut. Der ist gelungen, ne? Die finden den gruselig, aber ich finde ihn stark. Ach, guck mal, ich habe sogar eine Karte. Das ist die Lodge. Was sind die Karten? Naja, ich wollte nur wissen, ich bin Jacob. Alles klar. Wenn der nächste Edward heißt, bin ich raus, ne? Ist klar. So, Mäuschen, ich hefte da mal ein bisschen, ne? Ich kann anpacken, ich sehe aus wie ein kräftiger Dude. Jake, Gepäck, vorwärts. Natürlich wird er Jake genannt. Jacob geht Treppe, Jacob Gepäck, Caitlin bekommt ihr Leben zurück. Also ist es gemeint. Gut. Ja, für mich gern noch ein bisschen deutlich. Im Moment, da ist was, oder? Die drehen nicht so leicht um, ne? Die brauchen ein bisschen. Bis ihre Charaktere umdrehen, das passiert nicht plötzlich. Die laufen erstmal noch 2 Sekunden weiter. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Bin ich in Stimmung. Das scheint richtig das Hardcore-Motto des Spiels zu sein. Also wir sollten auch ab und zu einen gefährlichen Weg wählen können, solange er uns nicht in den sicheren Tod führt. Könnte das von Vorteil sein. Aber vielleicht interpretiere ich einfach nur so viel. Jetzt gucken wir uns die gute Stube endlich mal an, würde ich sagen. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht. Dylan, hey. Sorry, Bro. Cool, danke. Was soll das jetzt? Was geht ab? Stören wir irgendwie oder was soll das? Na, Spiel zu Ende, ist also ganz klar, ne? Keinen anderen Weg finden. Darf ich gerade nochmal gucken, wenn wir die Steuerung uns anschauen. Einstellungen auf Viereck. Gab es auch noch eine Taste zum schneller laufen? L1. Also ich habe R1 die ganze Zeit gedrückt. Ja, ich sag, wie es ist, ne? Ich merke keinen großen Unterschied. Aber das kennt man von den Spielen von Supermassive Games. Also, was die als Rennen bezeichnen. So, jetzt wird's ja noch interessanter. Warum durfte ich nicht hinein? Oh, Held! Na, dann sei mal bloß leise, ne? Wenn du dich schon anschleichst. Ich hab nur 2 Typen gesehen. Horror. Ich hasse Horror. Da bist du hier falsch, mein Freund. Es tut mir leid. Du bist ja nicht im Superheldenspiel. Okay. Aha. Hattet ihr nicht eine gute Zeit zusammen, alle miteinander? So verschwommen. Alles ist so HD und scharf und dann sieht man das nur so verschwommen. Den Zettel kann ich auch nicht lesen.
Hier ist das Gepäck, was wir suchen. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Wie bitte? Was? Ich kann halt, ich kenne die Hintergründe nicht. Ich kann nicht folgen. Defensiv halte ich raus. Verspielt, was ist mit dir? Ja. Fragen stellen könnte bewirken, dass wir Fragen beantwortet bekommen. Also, was mit dir? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Also Ryan ist der Typ, der hinten saß und Stöpsel im Ohr hatte, hä? Verschmitzt, sexy. Wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Also die zwei sind echt nur Freunde, die wir gerade sehen. Ne? Jacob und... Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Aber Emma ist seine Love Interest und Ryan von ihr. Vielleicht stehe ich drauf, es ist nur ein Flirt. Abserviert zu werden, drauf stehen? Fühle ich nicht. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Na, gibt Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Es muss ein... Als ob wirklich? Ich wollte gerade sagen, es muss einen Grund geben, warum wir jetzt nicht nach Hause fahren und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Scheinbar, wenn nicht die offiziellen, weiß ich nicht, vorgegebenen Tage sind des Sommercamps,
geschehen hier Dinge, die keiner sehen will. Das eine war ein Tag davor und jetzt ist ein Tag danach. Ist es wirklich sein Ernst? Ich habe keine Wahl, es einfach sein zu lassen? Spritzufuhr. Verteiler klauen. Also kappen ist ja was kaputt machen und den Verteiler klauen, da könnte man es eventuell reparieren. Also klingt mir das ein Stück plausibler und besser. Das meinte Ernst. Warum kündigt er es dann vorher an? Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick! Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Sind die zwei auch ein Pärchen? Weißt du was, wenn ihr mir so kommt, ich krieg die. Ich hol mir die Emma. Ihr werdet schon noch sehen. Und jetzt, halt's Maul. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Peace und so, Mann, ich wollte dich nicht beleidigen. Sind alle bereit? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Ja, die wollen auch leaven, klar. Taschen dalassen oder einbrechen? Ja, dalassen kannst du nicht machen, du. Kannst nicht machen. Also beides ist ein No-Go, ne? Hätte ich gesagt. Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Oh. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Okay, die im Grün war die Emma und das hier ist Abigail. Ich glaube, das ist die bekannteste Schauspielerin, die in dem Spiel auftritt. Ich muss aber zugeben,
dass ich keinen der Schauspieler Sternchen in bereits zuvor gehört habe. Aber ja. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Die hat halt so ein rundes Gesicht. Was steht hier? Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der North Kill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht was über einen Brand. War das in Hackett's Quarry? Interessant, dass man sich das alles so optional durchlesen kann. Aber das würde ich auf jeden Fall tun, wenn ich was entdecke. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber es wirkt so. Ihr habt die alle gepennt? Klingt betoppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Okay, hier haben die alle gepennt. Gut. Beziehungsweise nicht alle, das ist quasi der Mädelsbereich. Oder zumindest von den beiden mindestens, man weiß es nicht. Muss aber sagen, der Detailgrad gerade in den Gesichtern ist gerade bei den zweien richtig gut gewesen. Die aus dem Prolog kommen vielleicht nicht so häufig vor. Ich kann mich hier richtig umschauen. Schon wieder diese Raben. Martha ist immer noch dead. Cooler Fledermaus-Rucksack. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ich finde die sympathisch, so von der Ausstrahlung und dem Ganzen. Scheint eine kleine Kreative zu sein. Die Emma kenne ich jetzt noch nicht richtig, aber auf den allerersten Ersteindruck wirkt sie doch ein bisschen abgehobener, oder nicht? Muss man mal sehen. Und die hier zeigt mit Tattoo und so, dass er trotzdem einen eigenen Kopf hat und sich nicht sagen lässt. Das ist eine gute Mische. Ja doch, sind das rot gefärbte Haare unten oder ist es... Ich glaube, das ist nur die Sonne, ne? Gut, wo wollen wir hin? Und so sieht das Camp aus. Was machen die Reifen hier? Zum Chillen oder was? Ja, meine. Hier ist der schnellere Schritt mit L1. Ja, sag an. Ach, wie weit die weg sind. So unterhaltsam er auch ist, der Wegweiser erinnert auf eine erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Bei Tokio? Boston, Burbank, Seoul, San Francisco? Wo steht Darmstadt? War nicht mit dabei. Sauerei. Okay. So merkwürdig aus. Ist ganz schön im Schatten die Tür. Ah, dahin. Ist generell sehr schattig. Ab und zu lädt es ein bisschen nach, aber bei der Grafikpracht ist es in Ordnung. Schätze auf PS4 oder generell Last Gen sieht es ein bisschen. Lädt es vielleicht länger und so. Wie gesagt, PS5-Version. Kann es losgehen? Ja, warum, ne? Haben wir doch alles, oder? Wie sie den Mundwinkel verzieht. Los geht's. Aber ich mag beide. Versteht mich nicht falsch. Ein guter Kontrast. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so... dramatisch. Anstrengend. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also... eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wow, 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 wow! Oh. Gut gelingt, Cowgirl. Verflinkst. Stand da verflinkst? Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß.
Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Wer sieht's auch so? Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Hab vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Na klar, dann kann ich ihr voll die Schuld geben am Ende des Tages. Let's go! Ja! Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Influencer? Wer macht denn sowas? Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H., der Holz verbrennt, bevor er, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H., bevor wir fahren. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Anstupsen, ja klar, los geht's. Ach, eher ihn, das war mir gar Abby, nicht klar. Soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema?
Er ist der Einzige, der keinen Gegenpol hat, ne? Nick hat die Abby und Emma hat die... Emma ist die von dem... ich muss die Namen auf die Kette kriegen. Den wir vorhin gespielt haben. Und die eine, die die ganze Zeit im Auto steht, hat den Typ, der jetzt kam, der sich einen Podcast angehört hat, ein bisschen flirty gemacht. Ich würde interessieren, wie jetzt der... der Nick zu Abby steht. Das wissen wir noch nicht. Aber er hat jetzt sonst keine Interessen, oder wie ist das? So, das andere in Frieden. Geht's um mich? Freundlich. Das andere in Frieden. Wegen dem Podcast. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miest wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ja. Ach ja, kennst du eine coolere? Ja, nein, ich meinte das nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, ehrlich, Alter, ist nur so falsch rausgerutscht. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen, der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los! Schwingt endlich die Hufe! Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf! Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Naja, obwohl, sollen wir das einfach hinnehmen? Der wird uns eh nicht erlauben. Allein, weil es das Spiel ist, dass wir unsere Handys nicht geladen kriegen. Aber ich gehe trotzdem auf Konfrontation, komm. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauche nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay.
Oh, sorry. Hallo? Ja, wenn er es nicht mitkriegt, können wir meinetwegen lauschen, oder? Oder lernen wir mehr durch... Ich will hören, was da los ist. Komm, wir sind neugierig, was soll's. Was? Aber mach's diskret. Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir... Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur gewartet. Also ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Na, da hätte er auch wieder weggehen müssen. Also, hat man doch gehört. Geh mal ein paar Schritte zurück und tu nicht so, als würdest du lauschen. Naja, das war dämlich. Das war natürlich nicht mal im Sinne. Jetzt ist er enttäuscht von uns. Frustriert ist wichtig für mich. Ja, was will denn der helfen? Was soll denn der Mr. H tun dabei? Reite nicht weiter drauf rum. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Das wusste ich nicht, ne? Das sollte aber auch keinen großen Impact geben, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das hat nicht viel Zusammenhang. Whatsoever. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Hak mal nach. Irgendwas ist im Busch im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will.
hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kamt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Fawn wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Naja. Wenn, dann will ich dafür ein paar Infos. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nee, der sagt es nicht ohne Grund, also werde ich mal hier ein bisschen vernünftig sein, ja?
Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien es wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Hat er Schiss? Oder macht er sich so... Das war schon verwirrend, ne, was er da tat. Wie er sich verhalten hat, er ist richtig ausgerastet. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Ist schon gut, wir haben's kapiert. Schon klar, du willst brav sein für Daddy. Ja, was soll denn das jetzt? Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's!